Hallo liebe YouTuber, heute zeige ich euch ein Wachsrosenherz mit haltbaren Materialien. Das, diese Rosen halten den ganzen Winter und das ist wirklich eine ganz tolle, stimmungsvolle Geschichte. Wie das genau geht, kommt jetzt im Video. Für ein solches Herz brauchst du natürlich eine Basis, sprich ein Steckschaumherz aus Mosi. Beim Einweichen wird das erstmal kopfüber ins Wasser gelegt, also so rum, ja? Und man lässt es wieder auf der Wasseroberfläche schwimmen, bis es vollgesaugt ist. Nicht untertauchen bitte. Dann braucht man schöne Efeuranken. Ich habe hier auch mal einige geholt. Man braucht Moos, möglichst schönes grünes Moos und es bleibt auch draußen ganz toll grün. Dann einige Früchte, Hypericum ist sehr schön. Ich habe hier eine Kapflora, Safari heißt die, eine Kapflora geholt. Die ist auch sehr, sehr schön haltbar. Etwas Beeriges macht sich immer ganz toll. Sedum oder auch fette Henne genannt, hält immer sehr, sehr gut. Und das Herz, das ist eine Wachsrose, die ist wirklich in Wachs getaucht. Ich mache das nicht selber, weil das ist nicht einfach. Wir kaufen die so. Und das ist immer sehr gut, wenn man diese Rosen drahtet, wenn man sie lang lassen will. Aber der Stiel hält nicht so lang wie der Kopf, sieht man hier an diesem Beispiel. Und die Köpfe, die werden dann einfach auf ein kleines Holzstäbchen aufgespießt und können dann auch in das Herz eingesteckt werden. Ja, anfangen. Der Anfang, der geht einfach, indem ich die Efeuranken nehme. Nee, ach Moment, nicht die Efeuranken. Gut, immer wenn man im Video auch mal ein bisschen Quatsch macht. Erstmal nehme ich das Moos und lege das Moos auf das Herz drauf, so dass auch diese Biolith-Umrandung, das ist die Umrandung, dass das Wasser natürlich drin stehen bleibt. So. Und ich lege das Moos erstmal auf dieses Herz drauf. Das war jetzt der Schnelldurchlauf. Ich habe das Moos auf das Herz gelegt, schön flächig. Und der Schritt danach ist, ich habe Efeuranken genommen und die habe ich hier an dem Herz an verschiedenen Stellen in dieses Mosi eingesteckt. Also ruhig schön fest reinstecken. Und was ich jetzt mache ist, und dazu brauche ich eigentlich ganz wenig Draht und ganz wenig Hilfsmittel, ich nehme die Efeuranken und verwickle diese Efeuranken miteinander als Umrandung von dem Herz. Und da ist es natürlich schön, wenn man so ein paar Efeuranken hat, die vielleicht bei der Vorbereitung abstehen wie eine Sonne. Aber das macht nichts. So, und die verbinde ich miteinander. Das ist jetzt die eine Seite. Wenn eine Efeuranke in der Spitze mal nicht so schön ist, einfach abschneiden. So, oder ein Blättchen rauszupfen. Und dann mache ich noch die andere Seite. Das ist eine ganz tolle Methode, weil wenn man mit Drahthäkchen die Efeuranken feststecken will, kommen die erfahrungsgemäß wieder raus. Und irgendwann habe ich mal aufgehört, Drahthäkchen zu verwenden. Und das Einzige, was ich jetzt bei diesem Herz dann noch verwenden muss, ist unten, also sprich hier, dass ich diese, obwohl man sieht, man braucht eigentlich auch kaum Hilfsmittel, aber ich mache das mit einem kleinen Draht hier unten zu. Hier ist noch so ein kleines Stück, das ich rausschneide, und das Einzige ist eigentlich hier so ein Stückchen Draht, wo ich die letzten Ranken miteinander verwickle, und ansonsten brauche ich eigentlich nicht mal Draht. Das ist ja total klasse, also man kann wirklich mit natürlichen Mitteln die Arbeiten fixieren. Man muss nur so ein bisschen nachdenken, wann man was nimmt. Ja, das ist jetzt schon mal eine ganz tolle Herzbasis. Dadurch, dass ich auch auf dem Herz noch einiges stecke, ich kann das Moos jetzt noch mit ein paar Drahtstücken, also die ich dann eben als U, die ich als U biege, ja, zur Gabel, kann ich das Moos feststecken. Ich sage, oh, da sind jetzt noch ein paar Stückchen, da hätte ich nicht so gern, dass die jetzt abgehen, dann kann ich das machen. Und ansonsten möchte ich jetzt ja eh gern dieses Herz dekorieren. Und da ist es immer schön, wenn das so ein bisschen lebendig ist.
So, ich habe wieder das wunderschöne natürliche Euphorbia spinosa, das ich hier in die Basis lege. Sieht auch ganz toll aus, wenn das Holz so ein bisschen angeschält ist, so schön hell. Ich liebe das, wenn das so hell ist, ganz toll. Und auch das kann ich natürlich wieder schön mit Drahtstückchen fixieren. Mit so kleinen Drahthäkchen. Ich habe jetzt hier noch ein paar vorbereitet. Ja, dann ist es immer toll, wenn ich Früchte habe. Früchte, Beeren. Das ist was ganz, was richtig Schönes. Ich habe hier diese Kapflora. Die ist von Südafrika. Die gehört zur Familie der Proteen. Und macht sich auch sehr, sehr schön in dem Herz. Dann habe ich natürlich meine Wachsrosen. Da brauche ich jetzt ein Holzstäbchen. Und damit diese Rose auf dem Stäbchen gut hält, würde ich ein bisschen Heißkleber auf das Stäbchen machen. Wie gesagt, der Rosenstiel, ich lasse es jetzt erstmal erkalten, lege es erstmal nebendran und nehme hier die nächste Wachs. Ja. Diese Stäbe, du hast bestimmt einige von den Orchideen zu Hause. Wenn die Orchideen abgeblüht sind, dann macht man ja diese Stäbe raus. Die kann man wunderbar verwenden, um Wachsrosenherzen zu stützen und um diese schön in das Wachsrosenherz zu platzieren. Ich würde die Wachsrosen, auch wenn sie den Stiel haben, immer noch stützen zusätzlich mit dem Holzstäbchen, weil der natürliche Stiel aller Voraussicht nach doch schneller kaputt geht. Ich möchte diese Herzmitte mit Rosen, mit Efeuranken ausstecken. Platziere die Wachsrosen dazu. Das ist jetzt dann so ein bisschen wie Puzzleteilchen, wo man das zusammenfügen kann. Das ist wunderbar. So. Stecke dazu Hypericum. Gern nochmal so ein bisschen zum Füllen. Das ist ganz schön. Nochmal ein bisschen Gestrüpp oder ein Ästchen. Ich habe hier noch diese schönen Kapflora. Das Hypericum, da halten natürlich die Beeren am längsten. Die Blätter mache ich extra ab. Mir fehlt noch so ein bisschen Farbe bei dem Ganzen. Dazu nehme ich noch Sedum. Ein bisschen Deko braucht das Ganze ja auch. Also ich kann die ganzen Stiele, die ich im Moment jetzt nehme, die kann ich tatsächlich auch in das Mosi einstecken. Ja, und man merkt auch, wenn man steckt, merkt man ja auch, dass es sitzt. Also wenn man zieht, dann ist es auch wirklich fest. Ja, das ist also sehr, sehr schön. Des Weiteren habe ich hier eine schöne winterharte Erika, die auch sehr, sehr schön eintrocknet. Und wenn man dann nochmal auf Nummer sicher gehen will, kann man diese Erika auch mit Sprühkleber nochmal einsprühen. Und dann rieselt die auch garantiert nicht ab. Und ist auch nochmal eine ganz tolle Deko zusätzlich zu den anderen schönen Blüten und Ranken. Also man sollte schon darauf achten, dass das alles möglichst haltbare Materialien sind, weil der Plan ist, auch dieses Herz den ganzen Winter auf dem Grab liegen zu lassen. Also ich habe Kunden, die kommen jedes Jahr zu mir. Und eine Dame bestellt sogar jedes Jahr 3 Wachsrosenherzen fürs Grab. Und sie ist völlig begeistert. Und diese Herzen, die bleiben also jedes Jahr den ganzen Winter auf den Gräbern, um die sie sich kümmert. Es also erfreut sich größter Beliebtheit. Und ist eine... Herzen sind ja immer, immer toll. So, jetzt ist unser Herz auch fast fertig. Ich finde... Ich wollte oben noch ein bisschen Erika reinmachen,
Aber ansonsten bin ich eigentlich schon sehr zufrieden mit der Gestaltung. Passend zur Winterzeit sind natürlich auch immer schön kleine Zapfen. Kann man noch mit reinmachen. Das sind sogenannte Wellingtonia-Zapfen. Das ist ein Mammutbaum, die Wellingtonia. Man sieht diese Zapfen kaum, aber ich füge dir noch mal ein, wie dieser Baum aussieht. Und wenn du so einen Baum in der Nähe hast, dann würde ich da auch mal sammeln gehen, weil die sind auch für Adventsarbeiten. Das ist ein Wellingtonia-Baum. Und ich werde gleich mal näher kommen und die schönen Zapfen zeigen. So, jetzt ist dieses Herz dekoriert. Das ist mein Video heute zum Wachsrosenherz. Alles wunderschöne haltbare Materialien. Das liegt den ganzen Winter auf dem Grab. Kann man in größer, in kleiner machen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und freue mich, wenn du mich abonnierst. Bis bald. Alles Liebe. Ein ganz kleiner Anhang noch zum Schluss. Ich finde Herzen ganz toll, wenn die ein Höhenprofil haben. Und ich nehme dann immer gern zwei Stämmchen bei der Herzgröße 2 und lege das Herz einfach, es hat ein bisschen Gewicht durch das Moos, ich lege das einfach so, dass es ein bisschen hochguckt und dann finde ich das viel schöner noch. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Tschüss!